Schock für die ohnehin schon kriselnden Hachinger. Mit Stefan Hein verliert die Spielvereinigung Unterhaching ihren erfolgreichsten Torjäger. Der Stürmer fällt wegen eines Syndesmosebandrisses bis zum Sommer aus. Wenn man auch die Personalsituation anbetrifft, anschaut, jetzt auch mit dem Stefan Hein, gerade die Hiobsbotschaft gestern und liegt heute oder liegt schon im OP, schon sehr bitter gerade das Jahr für uns. 2019 ist bisher noch nicht das Jahr der Hachinger. Nur 4 Punkte aus 8 Spielen holte die Mannschaft von Trainer Klaus Schromm. Morgen Abend geht es daheim im Sportpark Unterhaching gegen die abstiegsbedrohten Cottbusser. Die Lage bleibt angespannt. Natürlich, wenn du 6-mal verlierst, vor allem wieder nach der Winterpause, das nagt schon an einem auch persönlich. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Klaus Schromm einen Riesensprung in der Tabelle machen. Von aktuell Platz 10 würde die Spielvereinigung Unterhaching auf Platz 5 klettern. Bisher warten die Hachinger noch auf ihren ersten Heimerfolg in diesem Jahr. Wir wollen endlich mal einen Dreier setzen, unsere Fans belohnen. Die haben auch ein hartes 2019 hinter sich bis dato. Und natürlich jetzt, obwohl es jetzt mit den Verletzungen schon recht extrem ist für uns, müssen wir einfach zusammenhalten, eng zusammenstehen und alles reinhauen und dann wird es hoffentlich reichen. Gegen Energie Cottbus gilt es für die Hachinger, den Abwärtstrend zu stoppen. Und das trotz des Ausfalls von Topstürmer Stefan Hein.